Wirtschaftseinheit und du hast halt vielleicht auch Verbände, die sich zusammengeschlossen haben, also so eine Gesellschaft von Kleinproduzenten. Er sagt ja auch, heißt es sozialistisch, die Gesellschaft gibt mir, was ich brauche, so sagt der Egoist, ich nehme mir, was ich brauche. Gebärden sich die Kommunisten als Lumpe, so benimmt sich der Egoist als Eigentümer. Also als Lumpe meint er also so die armen Trottel auf der Straße, die nichts zu fressen haben und ekelhaft zum Angucken sind. Also dieser Turnus, der existiert da tatsächlich, der Stolz auf sein Ich als Eigentümer und nennt die Kommunisten halt, ja, Lumpen. Also er sagt, er will sein Eigentum haben und im Endeffekt, klar, das ist nichts anderes als die Utopie von einem wild gewordenen Kleinbürger. Also jetzt der Kleinbürger nicht in dem Sinne als Spießbürger, als ökonomische Kategorie, das heißt jemand, der Kapital hat, aber nicht so viel Kapital, dass er selber nicht mehr arbeiten bräuchte. Das ist natürlich was, wo den Anarchisten sich der Magen umdreht, bei dieser Ich-Bezogenheit, bei diesem Egoismus. Nur das ist genau das, was hinter jeder anarchistischen Theorie hervorkommt, was ich gleich zeigen will. Also das ist nur offen das ausgesprochen, was implizit auch bei Proudhon oder Bakunin dahinter steckt und im Endeffekt in jeder anarchistischen Theorie, also auch wenn wir uns heute, was weiß ich, die Autonomen angucken, die so radikal und sonst was sind, für was kämpfen die? Für ihre Nischen im Kapitalismus, dass die ihre autonome, was weiß ich, Bäckerei haben, da ihre Sachen verkaufen können, also deren Ideal ist auch das Kleinbürgertum. Deren Ideal ist eher dem Liberalismus näher als dem libertären Denken der Anarchisten, was sie dann gegen den Liberalismus haben. Dazu komme ich jetzt mit Proudhon. Also Proudhon selber hat im Jahr 1849 angefangen, die anarchistische Theorie auszuarbeiten. Hätte besser ein Jahr vorher das Kommunistische Manifest lesen sollen, aber wie gesagt, er hat halt das gemacht. Und wo halt bei Stirner dieses Ich im Mittelpunkt stand, war es bei Proudhon, ja, der freie Vertrag oder wie immer man das nennen soll. Der Proudhon hat auch philosophisch angefangen, hat an Feuerbach angeknüpft, Ludwig Feuerbach, der ja irgendwie so diese Philosophie hatte, die Menschheit ist deshalb unterdrückt, weil sie die Religion hat. Also der Mensch wäre eigentlich ein freies Wesen, wenn es die Religion nicht gäbe, weil alles, was er selber ist, so ein schöpferisches Wesen mit was weiß ich nicht für welchen Ambitionen, diese ganzen Eigenschaften, die würde er Gott zuschreiben und sich selber dadurch kastrieren. Also das heißt, Gott ist allmächtig, der Mensch ist ohnmächtig, Gott ist allwissend, der Mensch ist dumm und kann gar nichts erkennen, Gott ist heilig, der Mensch ist sündhaft und so diese ganze Litanei runter. Und das nimmt Proudhon sich halt an und schreibt halt, was das Problem sei, dass der Bürger alles dem Staat gebe. Also nicht mehr an Gott, sondern an den Staat. Und das sei halt das Problem. Wenn es keinen Staat mehr geben würde, wäre der Mensch frei. Also diese einfache Aussage ist mit so viel Kant und Ludwig Feuerbach durchfüttert, dass es da richtig schwer ist durchzugucken. Aber die Gleichung ist eigentlich ganz einfach. Wir wären alle frei, wenn wir den Staat abschaffen würden. Wie schafft man den Staat ab? Proudhon hat dafür eine relativ einfache Lösung. Er sagt nämlich genau, wie Feuerbach das auch sagt. Also das hat er einfach nur abgeschrieben. Der Staat existiert ja gar nicht. Also so wie Gott nicht existiert, existiert halt auch der Staat nicht. Also das heißt, der Staat, wenn wir nicht mal an den Staat glauben, dann gibt es den auch nicht mehr. Und natürlich dadurch, wenn wir den Staat für eine Fiktion erklären, ist es natürlich völlig unmöglich, dass wir sein Wesen begreifen, zum einen, aber zum anderen natürlich auch, dass wir ihn bekämpfen. Also wenn der Staat nur was Ausgedachtes ist, dann muss man natürlich so handeln, wie die Anarchisten das sagen. Also dann kann man wirklich jederzeit die Revolution machen, weil wenn man gegen eine Idee kämpft oder gegen Windmühlen, dann braucht man nicht auf einen Klassenkampf zu warten oder auf Gott weiß was. Es ist mir fast peinlich, das so vorzutragen, aber es ist so peinlich. Also dahinter steht wirklich nicht mehr. Also das ist unterfüttert mit Namen großer Philosophen, aber wenn man die weglässt, kommt wirklich nur so ein Unsinn dabei raus. Gut, er sagt halt, es gibt eine soziale Konstitution in der Gesellschaft und es gibt eine politische Konstitution. Politische Konstitution ist natürlich der Staat. Also er schreibt hier, die Formen sind die Klassenunterschiede, die Teilung der Gewalten, die administrative Zentralisation, die richterliche Hierarchie, die Repräsentation der Souveränität durch die Wahl und so weiter und so fort. Und diese politische Konstitution ist dieser gesellschaftlichen Konstitution übergestülpt worden. Die gesellschaftliche Konstitution war total klasse. Also das war der Urzustand, wie ihn sich die Anarchisten wünschen. Und wenn der Staat weg wäre, wäre das toll. Und dieser gesellschaftliche Zustand, die soziale Konstitution, schreibt Proudhon, ist nichts anderes als das Gleichgewicht der auf dem freien Vertrag und der Organisation der ökonomischen Kräfte gegründeten Interessen. Die im Allgemeinen sind die Arbeit, die Teilung der Arbeit, die kollektive Kraft, die Konkurrenz, der Handel, das Geld, die Maschinen, der Kredit, das Eigentum, die Gleichheit in den Abmachungen, die Gegenseitigkeit der Garantien und so weiter und so fort. Kapitalismus pur. Das ist Liberalismus.
Was Proudhon jetzt von Friedman unterscheidet, ist, dass Proudhon zum einen den Staat hast, weil der kassiert ja Steuern, ist ja scheiße für jeden kleinen Bürger und was weiß ich nicht noch alles, da gibt es noch andere Gründe für den Staat, der beraubt einem die Freiheit und sowas, die Freiheit des Handelns und sowas, nicht die Freiheit der Menschen, darum geht es ja überhaupt gar nicht bei dieser gesellschaftlichen Konstitution, es geht um die Freiheit der Wirtschaft. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Also wenn die Anarchisten heute so einen Stuss daherreden, dass es um die Freiheit der Menschen und sowas geht und sich dabei auf Proudhon und sowas berufen, und das machen sie in der Regel, da muss man denen wirklich unter die Nase reiben, dass die diesen Liberalismus nachpredigen. Das andere, was diese Kleinbürger natürlich hassen, ist das große Kapital, die Monopole. Die sollen natürlich enteignet werden, weil die nehmen den ganzen Kleinen ja die Profite weg und sonst was. Also das heißt, wir haben einen Anarchismus, einen völlig reaktionären Sozialismus. Also Sozialismus ist schon ein bisschen viel gesagt, sagen wir mal einen reaktionären Kapitalismus. Also es ist so ein Zurück zu den guten alten Zeiten. Die Monopole abschaffen, den Staat abschaffen, lauter Kleinproduzenten irgendwo auf dem Acker, die sich zusammenschließen dürfen oder nicht und alles ist fein. Also so eine Idealisierung der Vergangenheit, wie sie nie existiert hat, nur in den kleinen bürgerlichen Schwelgereien. Weil sie nie existiert hat, kann man das natürlich auch, abgesehen davon, dass man die Geschichte eh nicht zurückdrehen kann, kann man das auch sonst nicht erreichen. Also das hat es nie gegeben und das wird es auch nie geben, was dem hier als Ideal vorgeschwebt ist. Und dazu kommt halt jetzt noch Bakunin. Bakunin sagt dann halt für den politischen Kampf, Organisationen sind scheiße, war in seinem Leben in Dutzenden von Organisationen drin. Also man muss ja die Freiheit durchsetzen und sowas. Und man kann sich ja jetzt nicht, also wenn man eine Organisation hat, dann wird sich ja auch ein Führer herauskristallisieren, das wäre doch scheiße. Also keine Organisation. Ganz besonders geschimpft hat er dann auf die Erste Internationale, wo er ja auch drin war, mit Marx und mit dem weiß ich nicht noch alles, wo Marx ihn aufs Schärfste bekämpft hat. Weil das Witzige bei Bakunin, der keine Organisation haben wollte, war, dass er der Organisation der Internationalen Brüder angehörte. Und diese Gruppe sagte, also wir dürfen noch keine gewählten Führer haben, weil gewählte Führer sind ja auch Führer und die befehlen uns dann. Das Witzige an diesen Internationalen Brüdern ist, die hatten zwei Statuten. Einmal die offiziellen Statuten und dann die Geheimstatuten. Die sind auch in irgendeiner Ausgabe von Marx Engels Werken nachgedruckt. Ich habe vergessen, die mitzubringen, deshalb muss ich das jetzt so paraphrasieren. Da stand dann im Sinn nach, drin, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo sie halt handeln mussten in der Praxis, wo klar war, man muss mit klaren Direktiven in den Kampf gehen. Das war 1848, der wollte die Revolution von Paris nach Deutschland tragen mit einer Armee und in der Armee kann nicht jeder machen, was er will. Und in diesen Geheimstatuten stand da natürlich auch drin, der Generalrat hat das Sagen, nichts gewählt, da war nichts gewählt. Das war eine Geheimorganisation, die vom Staat bespitzelt worden ist. Und der Generalrat hat auf das zu hören, was Bakunin sagt. Das stand so in den Statuten drin. Und das bei jemandem, der sagt, ja, Freiheit über alles, keine Organisation, weil da befehlen ja immer irgendwelche. Also wenn es halt in die Praxis geht, dann müssen die Anarchisten, es geht gar nicht anders, alle Theorien über Bord werfen. Also dann lieber noch nicht mal gewählte Führer, dann direkt einen Diktator hinsetzen. Das ist halt so grundsätzlich das Problem der Anarchisten gewesen. Und von dem Standpunkt aus ist es natürlich heute auch nicht weiter verwunderlich, wenn wir, was weiß ich, jetzt die Autonomen auf den